Also wir machen es ein bisschen. Ja, hallo erstmal. Heute spielen wir gegen NIP und sind sehr motiviert. Dem kann man eigentlich nicht hinzufügen. Johannes hat schon gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg. Abkürzung illegal, aber. Aber du musst überlegen. Sagen wir mal, sie haben mit, also wir haben einen Rolling Schedule, bedeutet, wir müssen nach der ersten Map available sein zum Pickup. So wie es aussieht, fährt die Tour drüber, wie man so schön sagt. Deswegen sind wir jetzt schon auf dem Weg in die Lobby und warten auf unser Shuttle. Abmord. Okay. Ja, waiting for the middle seat. So. Noch nochmal? Nee, es ist nicht ins Cringe. Okay. Wir fahren Taxi. Du auch, ne? Warte. Das ist wie aus so einem Zauberhut. Man kann alles hier rausholen. Den ES. Taschentücher. War noch mein Mausbett, meine Tastatur drin. Ah, die Taschentücher hast du für Nip mitgebracht. Ja. Ein Haargummi, warum auch immer. Ja, das war's. Warst du heute Morgen Jim? Ja, Mann. Benny meinte, er hat gedodged. Benny hat gedodged, ja. Ja? Ja. Aber er hat dich direkt mit einbezogen. Er meinte, heute Morgen waren wir. Echt? Jim. Ja, da hab ich ihm das noch nicht erzählt. Hab mich nicht getraut. Michelin. Michelin. Ja, was oh, Michelin. Englisch? No, he's a Michelin. No, Michelin. Michelin. Do you know, like, look at him? Like, the guy... Oh, the Michelin. Yeah. Michelin, not Michelin. Yeah. Michelin. The Michelin, man. You're a Michelin. Oh, from the title. Yeah, man. You're a Michelin. Do you know Dumbo? Oh. Yeah. This is the B, so NRB. How you see? Yeah, we wanna choose last. So you are team B. So we bend first, right? Yeah. We bend overpass. Yeah, oh, it's we are banning now. Yeah. Ban here. We pick merge. We pick the inferno. City. We ban vertical demo. Good luck, guys. Thank you, guys. Two then finde ich doch auch mit. Ja. Gute Maps. Lachs Party, komm. Ja. Das ist meine Theorie. Durch die Smoke mit der AWP gehen und der Shotgun. Shotgun nicht, aber ich denke, AWP Entry ist besser als man denkt, weil du hast 150 HP. Stell dir vor, als Entry hast du 150 HP. Da muss öfter Autosniper spielen. Die war früher Meta. Nils. Was? Auf Mirage CTC ist Autosniper. Das hat Kelly auf Entry gespielt. Echt? Dieses ja. Event? Diese, hat kein Kill gemacht. Hat kein Kill gemacht. Ja. Okay, guck mal. Willkommen beim Smoke Baron. Heute zeige ich euch, wie man Topcon Smoke von Tethys. Man geht hier in die Ecke, man stackt hier so rein, aimt da, werfen. Topcon Smoke. I believe that we are maybe more ready than others. Obviously, we played against a very good team. They just won Blast World Finals. First official of the year is always a little bit sloppy, but I think we still showed quite a good game on Mirage. Inferno obviously was really hard, but I'm looking forward to have more games, obviously. Gesichtserter! Rasch mit einem Mirage. Ready to enjoy. Yeah. Hope you guys will as well. Gesichtserter! Ooh, Keto. Pass. He's gonna hear all this movement for certain. They may be watching Cat. They're even watching mid. And Rez, now all of a sudden, sectioned off. He went back to CT, grabbed that AWP we saw left in spawn. And so, Keto, able to just float inside the window. Ja. Molotov und dann sollen die dich mal zurückbringen. Mit vollem Setup. Kommst du raus? Ja, das ist aber geil, Alter. Erst von letzter oder? Das ist halt immer spannend, Alter. Ja, Alter.
Ja, ihr nehmt halt keinen Pressure den Arm. Denkt ihr, der Arm macht das zu zweit? Oder was denkt ihr? Also ich verstehe nicht, was ihr denkt. Ihr müsst so bis, ihr normalerweise im Prack hättet ihr irgendeine geile Entscheidung getroffen. Ey, ich mach jetzt das. Weil auf Inferno ist das gerade am wichtigsten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und verstehen, wo der Gegner sein wird. Wir die Mitte retaken, verstehen, was sie spielen, ja? Sagen, erinnere dich, auch helf Karim ein bisschen, weißt du? Der hätte doch normalerweise im Prack gesagt, du hast noch eine Smoke. Aber dann muss halt der andere absteppen. Ich hatte die ganze Zeit Fokus, dich zu killen mit Alp. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ihr müsst euch helfen. Wenn er ein schlechtes Game hat, kann er dir nicht helfen, weißt du? Und auf Inferno ist wichtig, erinnere dich, ey, Entscheidung treffen vorher, ey, ey, wir machen jetzt Spot-Setup am Ende, Setups ab, wir machen Retake-Fake, dann seid ihr geil balanced, Alter, dann werden wir die easy ficken. Ja. Ohne Spaß. Nur wir müssen nur das besser, weil am Ende, es hat mit Schießen nichts mehr zu tun gehabt, es war nur noch Taktik. Und auf Inferno wird es noch schlimmer, wenn das Spiel knapp wird. Jesus, von der Tischtennis-Platte. Safe. Können wir dich auf Anubis, Anubis ist dein Lieblingsmap, safe, Mann. Du willst doch bestimmt hier hinten spielen. Ja. Ari Gold, Alter, auf geht's. Ari Gold, Nate, Alter. 500 ADA, Alter. Wer blockt mich, Nils? Einer wieder ein deutsches 30. Hey, Leute, gegenseitig helfen. Verstehen, welcher Bombspot angegriffen wird. Sachen auflösen, helfen. Hey, ich hab dem Kontrolle gegeben über euren Teammate. Arch smoke can be thrown from safety. It's really hard to hold on to this if you really badly want it. Ooh, back try with the re-aggressions. Easy. Oh, not bad. Absent in keto, usually towards that B site. Woof. Almost gets away from him. Nice. Let's go. Sauber, Leute. Sehr schön. So spielt man das. Geil, Alter. Krimbo has to come back from the apartments, wants to clear short. Should know Brolin's along that wall, but what's he gonna do? Goes over top, dives down into the sight, and it's on to Hedrick. He's lost two clutches to Searson, but can he stop Krimbo from extending map two? He gets closer, he walks in, and he waits on that trigger. Nice! Let's go, Yates, man. Come, off geht's. Krimbo. It's a 1v3 attempt to keep the hopes alive, or else Big will be sent down to the first round of the knockout gauntlet. Not where you want to be. We used to say Big is best at blast, but now they've been busted. 16-11, 2-0. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Tag nach Lipp. Wir machen heute den ersten Teil des Tages ein bisschen Break. Wir gucken uns mal die Stadt an und abends macht jeder so ein bisschen seins, gamed, dies und das. Wir hatten gerade die erste Abstimmung, öffentliche Verkehrsmittel oder Bahn. Was geworden ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Öffentliche Verkehrsmittel oder Bahn, hast du gesagt? Zwei aufnehmen, weil ich glaube, man sieht meinen nackten Fuß jetzt. Den blören wir. Das kommt dann in den Premium-Account. Ich hab nicht so Bock drauf. Ist okay. Also, wir sind jetzt in Nyhavn, so ein bisschen Hipsterbezirk in Dänemark. Neben mir ist Kari Musa, die lebende Legende. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Steakhouse, wir gehen erstmal essen und dann machen wir so ein bisschen Sightseeing und ja, fühlt euch mal so ein bisschen durch die Stadt. Für die einen oder anderen vielleicht interessant. Kopenhagen, sehr schöne Stadt. Und wenn ich jetzt Kameramann wäre, würde ich mal nach da schwenken, da kommt ein schönes Gebäude. Tab, Simon. Simon? Ja? Wie ist dein? Tabs. Tabs, oh, really? Ja. Oh, nice to see you, man. Hi. Hi. Hello. Hello. How are you doing? Yeah, you're good. Well, ich bin da, dort. Ja. Okay. We're around here. Take care, man. Ja, yeah, you too. Wir haben halt Hunger, wir müssen echt ein bisschen uns beeilen. Ich hab Hunger. Papa, sind wir schon da? Ich hab Hunger. Papa, sind wir schon da? Ich muss raus. Oh. Alter, Benni, Achtung. Scheiße, Arme, ey. So stell ich mir so die Leute vor hier. Jetzt einmal so ein. Erfolgreich. Und die frieren auch einfach nicht. Für wie viel Körper? 150 Euro. 150 Euro? Das gibt ihr Bett. Die nehmen wir von der Tafel. 150? Machst du das? Ja. Wir nehmen mal einen Cheeseburger, oder? Ja. Cheeseburger. Ja. Jeder zwei?
Erstmal jeder ein, oder? Das ist ein Fried Chicken Burger, wenn die Leute noch Hunger haben. Erstmal jeder ein, oder? Ja. Wir finden kein Restaurant, alles dazu in Dänemark. Jetzt sind wir bei Gasolin Grill, World Famous Cheeseburgers. Mal gucken. Bürgermeister ist auf der 1. Ich bin sehr skeptisch, dass er den übertrumpfen kann, aber gut soll er sein. Sieb, Ersteindruck. Gut. Sind, ist nicht schlecht. Denke, ist da Cocktailsoße drauf? Oh, yeah. Der Tischbein ist hier? Ein guter, stabiler Cheeseburger. Hat der den Burger auch im Gesicht? Schon gut. Sieb, Chicken Burger besser? Ja, gut, aber. Ja. Nee. Nicht gut, bin ich gut? Also doch, aber Cheeseburger war besser. Ja. Aber es schmeckt nicht mehr gut. Nee, ich disagree. Der ist besser. Der ist besser? Der ist anders auch. Boah, Alter, Fazit. Ich dachte, ist halt Sandwich und kein Burger. Ich glaube, der ist halt. Aber ich dachte, man kriegt so fettig aus. Du hast neulich mit Messer und Gabel schmeckt selber. Willst du einmal probieren? Wir machen als erstes ein bisschen das Eis. So, einmal ab. Machst du einen geilen. Mal. Nein, ich mach dir einen geilen. So. Na, diese Ecke ist perfekt was ist das für dich nochmal? Gedacht. Karamellisierte Apfel, ja, einfach Zimt, Apfel. Eis. Ja. So, jetzt gibst du dir diesen hier so. Mit dem diesen? Zusammen? Ja, genau. Ich finde den besser. Nimmst du den so links und rechts? Ja, genau. Ja, jetzt hast du verstanden, ja, Mann. Das schmeckt voll lecker, Alter. Warte, probier mal, wirklich. Das ist schon lecker. Lecker, wa? Mhm. Ich hab sowas noch nie gegessen. Das schmeckt übergut, Fatih. Das ist halt echt kein Burger, das ist halt ein Sandwich. Ja. Johannes, wann geht der heute Gym? 23 Uhr? Nee, mach du nur zu. Hätte so gedacht, dass wir um 20 Uhr loslaufen? Auf gar keinen Fall gehe ich um 20 Uhr ins Gym. Entwickelt sich zu Seef. Gott nein, Josef. Das war jetzt eine Entwicklung von Seef, Sam. Ja, Gott nein. Deine Endentwicklung, Gloofsort. Als ob du schon voll bist. Du kannst doppelt so viel essen, locker. Du musst dich vorbereiten auf eine Foodtour. Diese Pause zu Kopenhagen. Ja, die sollen mal unter den Kommentaren schreiben, ob sie so eine Foodtour mit Nils sehen wollen würden, Alter. So, du gehst so, keine Ahnung, dein Lieblingsdöner in Berlin oder so. Dann musst du den nochmal testen. Also schreibt unter die Kommentare, Leute. Und dann ist auch, kann auch euch Nils erklären, wann ist halt, ja, der Lieblings-Smashburger von dir. Kannst du alles erklären dann. Wo ist den besten Burger? Bürgermeister in Berlin. Warum? Knackige Zwiebeln, geiles, knuspriges Fleisch, perfektes Verhältnis, das Brot. Das war noch geil. Doppelt Käse. Es ist aber der perfekte Burger und man kann sehr viel davon essen. Zum Beispiel bei Goldies in Berlin. Man ist nach einem Burger schon satt. Wir preppen direkt. Man hat nicht mehr Bock, so viel zu essen. Aber bei Bürgermeister kann man locker, wenn man ein guter Esser ist, locker 3-4 Burger weghauen. Also 3 habe ich schon gemacht, 4 wird auch klappen. 5 eventuell auch. So, zweite Food Review. Auch gut. Ganz normal Softeis. Ohne Toppings, sieht man ja. Ein Eisbad. Und was sagt die Kasse? Jetzt auch mal, wenn du das siehst, tut mir wahnsinnig leid. Oma, mein Bester. Das ist alles Bennys Idee gewesen, ne? Wir alle entlassen. Benni, kannst du nochmal den Zuschauern präsentieren? Diesen malerischen Himmel, warte, ich schwenke dich rüber, Max, ganz langsam, Vorsicht. Das ist nicht schön. Diese Poesie zwischen Himmel, Gewölben und eiskalter Luft in meiner Fresse, Alter. Wie geht der Tag jetzt weiter? Jetzt wird wieder gezockt. The grind never stops. Oder Seef? Ja. Seef sagt ja. Wir haben gewonnen. Karim, willst du da links nochmal eine Rede halten drin? Eine Rede? Hier links? Gehen wir rein? Ja, klar. Kino. Jo, wir sind am Ende des zweiten Vlogs aus Kopenhagen angekommen. Wie ihr gesehen habt, waren die Jungs ziemlich down nach der Niederlage gegen NIP. Wir hoffen, dass wir da mit dem Teamtag ein bisschen entgegensteuern konnten und die Stimmung nochmal hochholen konnten. Wenn ihr den ersten Vlog noch nicht gesehen habt, kommt er hier unten, drückt uns weiter an die Daumen, go big!